So, Freunde, es ist soweit. Ihr seid mittendrin statt nur dabei. Es geht jetzt um die Auflösung des ersten YouTube-Foto-Wettbewerbs, der auf meinem Kanal läuft. Alter, erstmal überkrass, wie viele Fotos geschickt wurden. Ey, ich bin ja sowas von begeistert. Ich weiß auch, wie gesagt, der erste Wettbewerb, da waren es, weiß nicht, 100. Beim zweiten waren es dann vielleicht schon 200. Jetzt waren es über 900 Bilder. Heißt, über 900 von euch haben Fotos geschickt zum Thema Frühling. Richtig nice. Applaus erstmal an der Stelle an euch, ja, dass ihr euch motiviert habt und dass ihr die Sachen geschickt habt. Es war eine krasse Arbeit, ja, alle Bilder durchzugucken. Überlegt mal, 900 Bilder durchzugucken. Das ist schon ein ganzer Act. Und dann noch viel, viel schwerer. Man sagt es immer, ja, es war eine schwere Entscheidung. Blablabla. Es war wirklich eine richtig harte Entscheidung, ja, diese ganzen Sachen durchzugucken und dann vor allem zu gucken, welche Bilder sind jetzt davon die coolsten. Welches nicht. Ihr seht schon, ich habe hier meinen Mac so ein bisschen zur Seite gedreht, damit ihr nicht auf den Bildschirm gucken könnt, sonst ist ja die ganze Spannung weg. Und ich habe auch überlegt, okay, wie mache ich das jetzt? Sage ich jetzt Platz 10, Platz 9, Platz 8, Platz und so weiter, bis Platz 1, aber habe mir überlegt, nee, weißt du was? Ich lasse euch einfach entscheiden, welches das coolste dieser 10 Bilder von den über 900 eingesandten Bildern ist im Endeffekt. Ja? Und das könnt ihr einfach dann später in die Kommentare unten reinschreiben. Ich habe jetzt einfach die 10 besten, für mich, die 10 besten Bilder ausgesucht und zeige euch die jetzt hintereinander. Der Name, beziehungsweise, ja doch, der Name des oder der Fotografin oder Fotografen steht jetzt gleich dann immer bei dem Bild da und auch nochmal Links zu den entsprechenden Facebook-Kanälen und Webseiten etc. steht gleich alles unten in der Beschreibung. Und am Ende dieses Videos, also wenn ihr dran bleibt, erfahrt ihr, worum der nächste Wettbewerb dann geht. Und ich bin gespannt, wie viele Leute dann mitmachen. Das wird auf jeden Fall richtig krass. Thema habe ich ja voten lassen auf der Facebook-Seite facebook.com/bjfoto ist ja Langzeitbelichtung. Hätte ich nicht gedacht. Es war eine harte Wahl zwischen Regen und Langzeitbelichtung, aber dazu dann später mehr. Jetzt kommt es erstmal zu euren Bildern. Grandiose Bilder, die Top 10. Fangen wir an mit dem ersten Bild. Das erste Bild ist von Carsten Nichte. Ich hoffe, er heißt Nichte mit Nachnamen und es ist nicht seine Nichte auf dem Foto drauf, aber ich glaube, er heißt Carsten Nichte. Zeigt einfach ein Mädchen, was eine Pusteblume bläst. Ich habe ja schon mal so ein ähnliches Bild gemacht, aber deswegen habe ich es nicht reingenommen, weil ich finde einfach das Motiv schön. So eine Pusteblume, wenn man die pustet, das sieht immer irgendwie cool aus. Und dadurch, dass das Licht von hinten kommt, die Sonne, sieht das halt extrem nice aus, weil die ganzen Pusteblumensamen von hinten angestrahlt werden und so noch besser sichtbar sind. Also ich finde insgesamt ein sehr schönes Motiv, macht mir Freude auf den Frühling. Und ich freue mich wieder auf die Sonne, wenn sie dann mal irgendwann wieder scheint hier in Deutschland. Ja, die Pusteblume quasi vorher hat Fabio Lichtensteiger geschickt. Voll die krasse Location, muss ich ja mal an der Stelle sagen. Alter, wo ist das denn? Ja, das sind ja megamäßig viele Pusteblumen. Ich zählen müsste oder schätzen müsste, ich würde sagen, es sind locker über 1000 von diesen kleinen Pusteblumen. Teilweise sind da schon welche verblüht quasi und schon die Samen irgendwie dran. Teilweise aber nicht. Aber krasse Location, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wüsste ich gerne, wo das ist. Wenn du das jetzt hier guckst, das Video, wovon ich ausgehe, post es mal unter das Video gerne runter. Finde ich auf jeden Fall ein super cooles Bild. Das Bild hier hat mich absolut fasziniert. Leon Boy hat dieses Bild gemacht. Und was sind das? Es sieht aus wie so kleine Ästchen, die langsam rauskommen. Vielleicht sind es aber auch schon so eine Triebe, wobei Triebe ja grün sind. Und an diesen Dingern dran sind Wassertropfen. Ein geiles Bouquet noch im Hintergrund. Die Schärfe ist nicht hundertprozentig jetzt an jedem Ding. Das ist auch egal. Es sieht richtig, richtig nice aus, diese ganzen Tropfen, wie so Glaskugeln im Endeffekt. Und, aber da hier oben sind schon so eine grünen Dinger, vielleicht sind das doch Triebe. Also auf jeden Fall ein richtig nice Teil, was Leon da gemacht hat. Finde ich ein sehr, sehr cooles Bild. Dieses Bild hier hat Marcel Oldenburg geschickt. Und das habe ich ausgewählt, weil es einfach in zwei Art und Weisen zum Frühling passt. Also Frühling, sagt man ja, ist Zeit der Verliebten. Passt ja wunderbar. Gut, wenn die Ehe dann erstmal vonstatten gegangen ist, dann ist man nicht mehr so verliebt, sagt man jedenfalls. Nee, aber an sich dieser Kuss, ja, dann hat man dazu das Brautpaar, man hat unten diesen Brautstrauß mit Blümchen, die ja auch zum Frühling passen und man hat im Hintergrund noch diese Zierkirschen, die ich auch mal in dem Frühlingsvideo gehabt hatte. Und das ist einfach für mich ein absolutes Frühlingsmotiv. So, ja, alles drum und dran und der Fokus ist auf dem Strauß und die beiden Küssenden sind nicht ganz scharf.
Ich hätte es vielleicht sogar andersrum gemacht, dass der Fokus auf dem Mund gewesen wäre und der Strauß unscharf gewesen wäre, aber das ist auch Geschmackssache im Endeffekt, da will ich auch nicht reinquatschen. Ich finde das Bild geil, wie es ist und deswegen ist es auch in den Top 10 drin. Ja, ihr merkt, viele Pusteblumen am Start, aber ist auch einfach ein super Motiv. Pusteblume passt richtig geil zum Frühling. Zu keiner Zeit gibt es diese Pusteblumen, die eigentlich Löwenzahn sind. Ja, denken die wenigsten immer dran. Das hier ist ein Close-Up, beziehungsweise eine Makroaufnahme, würde ich jetzt einfach mal sagen. Vielleicht ist sie auch vergrößert worden, ich weiß es nicht. Da ist irgendwie so ein Weichzeichner oder so drauf oder sowas wie, wie heißt das hier, Rauschen reduzieren, sieht ein bisschen so aus. Aber ich finde den Ausschnitt geil. Ja? Hat übrigens Emanuel Schulz gemacht, habe ich noch nicht erwähnt jetzt. Ich finde den Ausschnitt geil, genau mittig platziert. So ein Kreis, wenn man die Augen zusammenkneift, sieht man die Kontraste richtig cool. In der Mitte braun, außen weiß und die einzelnen Fasern sind halt super nice. In der Mitte ist die Schärfe, nach außen hin wird es immer unschärfer. Cooles Bild von Manuel. Das hier habe ich ausgewählt, das ist von Michael Helbig fotografiert, weil es ein überkrasses Bokeh hat, finde ich. Also ich würde mal gerne wissen, was das für ein Objektiv war, ob das mit einem Teleobjektiv irgendwie gemacht wurde, aber es ist einfach eine ganz unscharfe, krasse Wand, dadurch, dass Wassertropfen noch teilweise drauf sind, auf dem Spinnennetz und auch auf den Grashalmen gibt es nochmal diese Punkte, diese Dots mit rein im Bouquet. Sieht einfach super fresh aus. Dann diese Pflanze, die so rauskommt mit diesen Spinnennetz noch drauf. Ich finde es einfach ein cooles Bild. So, das ist dieses typische Frühlingsmorgentau-Ding. Also ein richtig geiles Bild, was Michael da gemacht hat. Deswegen auch in den Top 10 drin. Dieses Bild hier hat Wojtek Prucznicki. Wojciech Prucznicki, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Name steht aber unten auf jeden Fall, gemacht. Und ihr seht wieder die Pusteblume, die ist irgendwie, ich habe jetzt keinen Fokus darauf gelegt, nur Pusteblumenbilder oder sowas auszuwählen, falls ihr das denkt, aber irgendwie kommen die halt immer wieder vor im Frühling. Und das Bild finde ich einfach geil, ja, man hat die Sonne, die unten steht, sehr weit unten, man hat diese Bäume mit den Blüten, die von oben so runterhängen, man hat unten noch so ein bisschen den Löwenzahn, man hat zwei Leute, die sich freuen, ey, es ist Frühling, geil, Sonne scheint und so weiter. Und wenn ich mir das Bild anschaue, dann vermittelt es einfach so eine Lebensfreude so ein bisschen. Und deswegen habe ich dieses Bild ausgesucht. Finde ich ein geiles Bild, geiles Frühlingsbild. Das ist auch ein richtig geiles Bild. Hat Käthe gemacht. Nachnamen weiß ich jetzt zur Zeit des Drehs aktuell nicht, weil er nicht mit angehängt. Wenn er noch per E-Mail kommt, dann steht es jetzt hier unten in der Beschreibung drin. Eigentlich ja, wie gesagt, ein bisschen überbelichtet, wenn man mal die Löwenzahn anguckt, ein bisschen ausgebrannt. Trotzdem ein geiles Bild. Mädchen liegt im Feld, Schärfe ist perfekt auf ihr drauf, sie freut sich, es ist Frühling, ah, ist das alles schön hier. Bisschen blöd nur die Krabbelfiecher. Man hat so eine richtige Story, wenn man dieses Bild irgendwie anguckt. Und vielleicht liest sie auch ein Buch gerade, keine Ahnung, macht auf jeden Fall Lust auf den Frühling und diese Blumen, egal ob es Löwenzahn ist oder andere Blumen, vielleicht wären Gänseblümchen oder so, machen auf jeden Fall Lust auf Frühling. Geiles Bild. Das Bild finde ich zum einen von den Farben, vom Kontrast und auch von der Komposition super. Eigentlich sagt man ja, Rot und Pink soll man nicht zusammen machen, weil es sich beißt. Ich finde, es passt super. Ja? Man hat diesen Marienkäfer in der Mitte. Ich zähle mal die Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Auf der einen Seite, andere Seite sehe ich nicht. Hat übrigens Tobias Janzer gemacht, das Bild. Und in der Mitte der Stock, genau in der Mitte des Bildes, links und rechts sind Blüten. Wenn man es übertrieben perfekt haben wollte, könnte man noch Blüten einfügen an der Stelle, wo es ein bisschen grün ist, aber ist auch völlig egal. In der Mitte noch der Marienkäfer, geile Komposition, coole Zusammenstellung, cooles Bild. Erinnert mich sofort an Frühling, wenn ich es mir angucke, deswegen habe ich es auch ausgewählt. Daumen nach oben. Dieses Bild hier ist von Paul Olfermann. Zeigt auch wieder eine typische Wiese im Frühling. Ja, man hat diese Grashalme überall, man hat zwischendrin wieder ein bisschen Löwenzahn. Irgendjemand liegt da in diesem Feld drin, hat die Blume in der Hand, freut sich, dass es Frühling ist. Noch so ein bisschen Vintage-Look ist irgendwie drauf, finde ich, passt auch ziemlich gut. Offenblendig auf jeden Fall. Man sieht ja, der Hintergrund ist komplett unscharf und der Vordergrund ist auch komplett unscharf. Aber die Schärfe sitzt auf der Mitte, da wo sie sein soll. Und ist ein cooles Bild von Paul, wie ich finde. Deswegen ist es auch in den Top 10 drin. Viele, viele Bilder mit dabei, viel Löwenzahn auch, aber passt auch wunderbar zum Frühling, also weil es nicht beabsichtigt, dass so viel Löwenzahn mit drin ist, hat sich so ergeben, würde ich mal sagen. Ich habe mich wirklich
nur mit durch meine Intuition irgendwie leiten lassen und Bilder ausgewählt. Seid nicht traurig, wenn euer Bild jetzt nicht dabei gewesen ist. Dabei sein ist alles, ja. Und es waren, wie gesagt, über 900 E-Mails irgendwie, die mich erreicht haben, mit dann auch wirklich 900 Bildern. Ihr könnt mir gerne mal sagen, welches Bild euch von diesen Bildern, die ihr eben gesehen habt, am besten gefallen hat. Postet es unten in die Kommentare. Die Links zu den einzelnen Fotografen und Fotografinnen findet ihr übrigens unten in der Beschreibung, habe ich vorhin schon mal erwähnt. Checkt die gerne aus. Ja? Dafür soll der Wettbewerb ja auch so ein bisschen da sein, um auch aufmerksam zu machen auf den einen oder anderen. Vielleicht sagt ihr, boah, der ist cool, da gucke ich mir noch mehr Bilder an, like die Facebook-Seite von denen und so weiter. Der nächste Wettbewerb, den kündige ich jetzt hiermit an. Ja? Vielleicht ist genau eure Chance dann, weil ihr sagt, ich habe das übernice Bild in dieser Kategorie. Es geht um Langzeitbelichtung. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das packe ich auch mal unten in die Beschreibung rein oder hängst vielleicht hier irgendwo ran oder in die Endcard oder sowas, weiß noch nicht ganz genau. Langzeitbelichtung, auf jeden Fall. Alles, was mit Langzeitbelichtung zu tun hat. Es muss nicht nur irgendwie eine Autobahn sein, die fotografiert wird oder sowas. Also völlig egal, alles, was irgendwie mit einer Langzeitbelichtung zu tun hat. Auch Bulb gehört zu Langzeitbelichtung. Egal, ob bei Tag, bei Nacht, das ist völlig egal. Ich bin gespannt auf eure Kreativität, auf eure geilen Bilder. Schickt die wieder an bilder@benjamin-jaworski.de. 1 Megabyte Grenze und für alle, die es immer noch nicht verstanden haben, ein Bild maximal. Euer bestes Bild an bilder@benjamin-jaworski.de. Das war der erste Fotowettbewerb. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, postet es auch gerne unten in die Kommentare. Euren Favorite, wie gesagt, auch in die Kommentare. Und ja. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht getan habt. Liked das Video, teilt es mit euren Freunden. Vor allem, wenn ihr Gewinner seid, teilt das Video. Lasst die Welt sehen, dass ihr zu den 10 besten unter 900 gehört habt, die Bilder zum Thema Frühling geschickt haben. Also gerne nochmal danke an der Stelle an alle, die mitgemacht haben. Wenn es für euch diesmal nicht geklappt hat, seid nicht traurig, nicht böse, was auch immer. Ist halt dann so. Das gehört zum Leben auch mit dazu. So, sonst aber zu sagen, nö. Das ist schon geil. Ist schon krass. Hätte ich niemals gedacht, dass so viele Leute das schicken. Tschüss!